YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir machen heute weiter mit der FC Energie Cottbus FM-Karriere. Und da kommen wir direkt natürlich am Anfang zu den wichtigsten, den Abstimmungen über die kommende Transferphase. Fangen wir mal von hinten an, nämlich ja auch hinten von der Transferphase gesehen. Bittroff nochmal versuchen. Wollt ihr? Wenn es passt vom Budget her, können wir gerne auf jeden Fall versuchen. Würde mich auch freuen. Gurajski, nur nach den anderen beiden, habt ihr gesagt. Und die anderen beiden wären Matuwila und Schneider. Oder Schneider. Und ihr habt euch für beide entschieden. Nehmen wir jetzt eine Stimme noch für Schneider und Matuwila. Aber beide versuchen halt mehr bekommen. Und König sollen wir auch, wenn das Budget passt, es versuchen. Da war auf jeden Fall kein Nein, nur Ja. Oder wenn das Budget passt. Und dementsprechend werden wir das auf jeden Fall tryen. Ich muss jetzt nochmal gucken. Jetzt halt die Frage. Also, das Ding ist, ich habe jetzt noch ein paar Spieler. Ich glaube, ich habe nur einen ins Blickfeld getan. Hier von Rot-Weiß Erfurt zum Beispiel. Der ist 17, hat um die 75, verdient wirklich nicht viel und schießt die Liga relativ solide. Also in 15 Spielen 9 Tore, das ist mehr als ordentlich. Wenn du überlegst, dass Brückmann bei uns in wie vielen Spielen 8 Tore? In 19 Spielen 8 Tore und der ist 17. Also ich habe den mal gescoutet, genauso wie den von Dortmund hier, wobei der wahrscheinlich, ja, 10 Spiele, 14 Tore, 22, der wird ein bisschen zu teuer sein, denke ich mal, zumal er auch 30.000 bekommt, wobei das noch handelbar wäre, aber er fühlt sich unterbezahlt sogar, muss man sagen, aber er will auch zum Beispiel gar nicht, weiß jetzt nicht, was mit dem guten Herrn zum Beispiel ist, Stefan Schindler, wir könnten es aber wahrscheinlich sogar, okay, nicht, gut, dann nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar aus den anderen Regionalligen scouten lassen. Ich weiß es halt nicht, wie schnell das noch durchgehen wird. Ich werde jetzt mal ungefähr durchrechnen, wie viel wir für Schneider und Matuwila zusammen schon mal bezahlen müssten. Ja, Matuwila wahrscheinlich so 10.000. Schneider kostet halt ordentlich was wahrscheinlich. Eieiei, das wird halt schwierig. 100.000 wäre für sie akzeptabel. Grundlage für weitere Verhandlungen wäre 80.000, okay. Also brauchen wir schon mal... Naja, knapp 100.000 Transferbudget. Das werde ich dann ungefähr einplanen. Wir haben ein bisschen was bei Gehälter, wir können noch ein bisschen was raufhauen, aber können auch noch ein bisschen was verschieben. Das werde ich tun und hole euch dann bei der ersten interessanten Information wieder rein. Ich gehe jetzt auf fair, nicht nur auf akzeptabel. Akzeptabel habe mich schon oft hier hängen lassen, muss ich leider sagen. Und Matuwila wäre geil. Matuwila würde schon mal funktionieren. Ehemaliger ist back am Start quasi. Wäre richtig nice. Ablöse Opfi ist akzeptiert. Schneider auch, Ablöse akzeptiert. Okay, das ist nice. Jetzt kommt es auf Gehalt an. Okay, Ehre. Stimmt, Gehalt war ja bei ihm. Oh, lul, er will maximal 2 Jahre. Digga, dein scheiß Ernst. Ja, du bist doch schon hier Stammspieler in der Regel auf jeden Fall. Bei den Prämien. Ja, okay, ich werde mich hier auch nochmal ransetzen und gucken, was ich hier raushandeln kann. Und hier gehen wir auch rein. 5-Jahres-Vertrag bekommt er. Bekommt selber noch eine Option auf 1 Jahr. Richtig nice. Richtig nicer. Wenn das jetzt auch funktioniert, dann haben wir für die Abwehr schon mal 2 richtig gute Spieler bekommen. Ich habe gesehen, ich glaube, Matuwila kann auch Linksverteidiger spielen, was auch richtig nice ist. Und Matuwila ist da, let's go. Hier können wir nochmal gucken. Der kann nämlich auch Linksverteidiger spielen. Ist jetzt nicht krass, aber er ist solide, ist solide. Und wir heißen ihn natürlich willkommen. Richtig nice, dass er back am Start ist. Ja, Rücknummern, wie gesagt, müssen wir nochmal gucken. Da werde ich dann auch nochmal was extra zu sagen. Malangu wäre eigentlich auch interessant, ne? Okay, gut. Marktwert kannst du vergessen. Das ist ja der, der mit Pauli 2 gegen uns gespielt hat. Ja, Matuwila ist jetzt auf jeden Fall am Start. Ist schon mal nice. Der erste Transfer hat schon mal geklappt. Nachdem in der letzten Folge Bittroff so gefailt ist, freut mich das natürlich extremst. Moser verbessert sich auch schon richtig gut hier in den Werten, muss man sagen. Freut mich natürlich auch. Können wir ihm nochmal was Positives sagen denn an der Stelle? Leider nein. Ja, ansonsten, keiner will den haben, ne? Und er will jetzt seinen Vertrag auch nicht verlängern. Das ist halt das Ding. Oder mittlerweile vielleicht? Ne, natürlich nicht. Ah, das ist halt so bitter. Ich will ihn halt nicht ablösefrei gehen lassen, ne? Es wäre nice, wenn ich wenigstens ein bisschen Geld aus ihm rauskriege. Weil, ja, wäre schon nicht schlecht, ne? Aber er will hier. Sonst wäre es hier schon angezeigt worden, wenn er irgendwelche Angebote bekommen würde. Schade. Wir gehen weiter und gucken und hoffen natürlich auch, dass Schneider auch noch klappt. Und let's go, wir haben auch Leon Schneider zurückgeholt. Richtig nice, richtig nice. Können wir auch ihn natürlich direkt mal begrüßen. Und ja,
ihn willkommen heißen natürlich. Kann, wie man gesehen hat, außerdem noch Sechster spielen, Rechtsverteidiger zur Not auch noch ein bisschen. Richtig nice. Wir haben ja auch 15.000 quasi unter seinen jetzt aktuellen Marktwert bekommen, was richtig nice ist. Gehalt geht auch absolut fit, muss man sagen. Und wie gesagt, es freut mich einfach nur, dass er am Start ist. Digga, was ist das für ein Talent, Alter? Kannst du nicht mal Talent nennen, werden wir dann auch direkt raushauen. Ja, okay, dann sind jetzt auch die ganzen Abwehrspieler, die ich hier noch gescoutet habe aus den zweiten Mannschaften der Bundesligisten, relativ sinnvoll, sinnlos. Und jetzt sei ich schon, Robert Müller ist über Neuverpflichtung verärgert. Wer hätte es gedacht? Bruder, Mann. Der ist 14 Jahre jünger als du. Mach doch nicht so jetzt hier. Geht die Moral wieder nach oben. Ist immer noch verstimmt, ey. Der soll nicht rumheulen. Ey, it's for real. Ja, haben wir schon gesagt. Ja, keine Ahnung, warum er jetzt da rumheulen muss. Wir haben noch 34.000. Haben noch knapp eine Woche Zeit. Und wir brauchen noch einen Stürmer. Wir haben auch noch ordentlich Gehalt natürlich. Da werden wir auf jeden Fall mal gucken, wen wir da so bekommen könnten. Das Ding ist halt, wir haben dann halt wenig gescoutet. Und ich hätte halt schon gern einen, der uns auch jetzt nicht unbedingt verschlechtert, sollte klar sein. Ja. Vom Marktwert her ist es halt schwierig. So in dem Preisbudget. Ein Königs könnte man halt, wie gesagt, versuchen. Der hätte sogar eine solide Stärke einfach. Aber wenn wir Bittrov auch nochmal versuchen wollen, dann ist halt die Frage auch, wie sinnvoll Bittrov jetzt noch ist, ne? Also den können wir zur Not auch im nächsten Jahr noch holen, ganz im Ernst. Jetzt wäre halt noch ein offensiver, ein Stürmer allgemein, also ein zentraler Stürmer. Viel wichtiger in meinen Augen. Hier so ein Youssoufa Moukoko kann man noch holen, an der Stelle. Natürlich nicht. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob einer von den beiden jetzt hier noch gescoutet wird, das ist halt die Frage. Aber Rindler war halt eh zu teuer, ne? Wie wäre es mit so einem Müse, wäre der zu teuer? Ja, sowieso, will sowieso nicht her. Gut, ja. Ich werde mich nochmal ransetzen und gucken, ob ich noch irgendwie einen Stürmer bekomme. Ja, der ist halt viel zu teuer leider hier, der Osterwig. Ja. Ja, der ist halt auch zu krass eigentlich schon, ne? Alter Schwede. 100.000, wir haben 34. Oh mein Gott. Wenn wir den kriegen würden, das wäre richtig nice. Wenn wir ein bisschen ins Minus gehen, hätte ich damit kein Problem. Okay, sieht unser Feind schon. 37.000, nein! Och, Digga. Kann ich jetzt nochmal? Ja. Ja, wenn jetzt da ein paar Tausend noch zukommen würden, das geht. Come on, Alter. Wenn wir den kriegen, das wäre richtig nice. Gehalt sollte kein Problem sein. Der hat eine richtig geile Torquote. Und wenn er wirklich auch knapp nur unter 60 geht, dann ist das trotzdem eine richtig nice Verpflichtung. Allein schon die Torquote wäre schon extrem geil, wenn er die dann auch bei uns einigermaßen halten würde. Also wäre schon nice. Mal gucken, vielleicht geht's ja durch. Oh mein Gott. Würzburg hat die 37.500 akzeptiert. Jetzt müsste man nur noch gucken, ob wir das mit dem Gehalt und alles hinkriegen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, es sieht okay aus. Wir kriegen das hin. Und er hat sogar eine 60. Er hat sogar die Grundstärke 60. Richtig nice. Und genau das wollte ich haben. Einen, der diese Gesamtstärke hat, und die Torquote bei ihm war halt auch, wie gesagt, anders knackig. Auch generell 34 Tore in 20 Spielen kann man absolut mitnehmen. Holländer, kann nur holländisch, werden wir schon irgendwie hinbekommen, denke ich mal. Ist er dafür introvertiert, okay. Sollte hoffentlich nicht ganz so schlimm werden. Gehalt geht voll fit, 85.000 kann man auf jeden Fall machen. Hat eigentlich auch keine wirklich schlimme Klausel. Dementsprechend alles nice, wir haben ihn bekommen. Rückennummern, wie gesagt, können wir nochmal gucken. Wir können ihn auch erstmal direkt wieder begrüßen. Und damit haben wir, finde ich, die allergeilste Transferphase bis jetzt hinter uns gelassen. Wir sind minimal im Minus, was das Transferbudget angeht. Die 3.000, ganz im Ernst. Die kann ich vom Gehaltsbudget rüberhauen. Das sollte jetzt nicht das Problem werden. Generell, das Team ist froh über die Neuverpflichtung. Nicht nur das Team, ich auch. Oh, Digga, Alter. Was hat der denn? Wer ist der überhaupt? Ah, okay. Ja, Alter. 9-Sterne-Talent. In der Kreisliga noch was. Regionalliga noch was. Zu krass. Aber egal. Juckt uns jetzt nicht. Wir haben uns richtig nice verstärkt. Ich gucke, ob der ein richtiger Spieler ist auch. Ich google das mal ganz kurz. Okay, nice. Er ist ein richtiger Spieler. Das heißt, er bekommt auch ein Spielerbild von mir zugewiesen. Sein Original ist natürlich. Ja, werden wir dann auf jeden Fall ihm eins geben. Sollte außer Frage stehen. Und damit haben wir uns einfach richtig nice verstärkt, Leute. Das ist richtig geil.
Wenn wir uns da jetzt nochmal die Top 11 dann angucken, wenn wir Brückmann halt, kann er hängende Spitze, welcher von den beiden kann besser hängende Spitze, ist jetzt halt die Frage. Er kriegt auf jeden Fall noch ein Bild. Ist eigentlich scheißegal. 56. Wir lassen Osterwiek auf seiner 60 im Sturm. Ansonsten können wir den Altmaier öfter draußen lassen. Der muss ja jetzt auch relativ häufig durchspielen. Ein Matuvila kommt auf jeden Fall mit auf die Bank direkt. Ein Schneider von Anfang an. Matuvila könnte theoretisch auch links spielen. Ist sogar dann stärker von der Gesamtstärke her. Und ja, generell könnten wir eigentlich mal den Aufstellungsassistent hier ranlassen. Der haut dann generell so die beste Gesamtstärke rein. Und dann gucken wir mal, was unsere beste Gesamtstärke ist. Eine 616 jetzt schon. Stimmt, wie die Ritier, ich gerade auch komplett vergessen, dass wir den ja auch noch rumliegen haben. Und Alter, guckt euch das an. Das ist eine richtig geile Elf, die wir jetzt schon zusammen haben. Auch gut, dass er keinen zweiten Keeper auf die Bank packt. Finde ich richtig nice. An der Stelle. Ja, wen müssen wir jetzt. Er muss Hasse jetzt erstmal weichen, leider. Adlung auch nur auf der Bank im Moment. Das kann man natürlich auch noch ändern, finde ich. Dann kommt Adlung für. Ja, schon für German wahrscheinlich eher rein. Naja, wahrscheinlich eher für Koch und dann kann Müller an die IV und dann können wir das so machen und dann sind wir auf dem 621. Richtig nice, bin richtig zufrieden. Und dann können wir auch besser, viel besser rotieren, dafür wird das mir überlegt. Wir haben einen Welbrock, einen König, einen Altmaier. Die haben wir allesamt jetzt immer spielen lassen und die können wir jetzt von der Bank ab und zu mal bringen oder rotieren lassen. Wir haben jetzt einen richtig nice zweiten Stürmer geholt, der eigentlich erster Stürmer ist quasi. Osterwiek. Ich bin einfach mega zufrieden, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ganz kurz, ich habe nicht so lange gewartet. Ich habe ihm direkt sein Bild reingehauen. Konnte ich halt auch, ich muss das nicht mal selber bearbeiten. Er ist dieses Jahr, glaube ich, nicht in FIFA oder in SoFIFA, bei SoFIFA war er jetzt nicht erhältlich. Deswegen konnte ich das Bild vom letzten Jahr nehmen und das sieht schon ganz gut aus. Gute Qualität. Ist jetzt nicht zu jung, ich habe noch ein anderes gefunden, das war sehr viel älter scheinbar. Aber passt auf jeden Fall ganz gut. Und dann haben wir jetzt alle Spieler in der ersten Mannschaft mit eigenem Bild, was mich natürlich extrem freut. Yo, wir bekommen mal ein Angebot für einen unserer Spieler. Und zwar für Eisenhut, den wir aber natürlich nicht verkaufen wollen. Habe ich jetzt jedenfalls persönlich nicht vor. 30.000 ist sogar über Marktwert, aber ja, wir belassen es dabei. Ja. Boah, Digga, der Richard, zu krass, der hätte eine 70 in dem Dreh gehabt. Okay, aber guckt man sich den Marktwert an, weiß man, dass es nichts geworden wäre. Ja, passt schon. Wir haben die Verträge, by the way, aus der zweiten Mannschaft mit denen, die es wollten, verlängert. Ich habe auch nochmal versucht, ein paar Leute zu verkaufen aus der zweiten, die eigentlich jetzt nicht mehr auch in Zukunft die größte Rolle spielen werden. Einfach, weil ich Schiss hatte, dass der Osterwiek nicht durchgeht. Aber es hat ja funktioniert alles. Dementsprechend alles easy. Kein Problem, das Ganze. Und dann würde ich auch fast behaupten, sind wir durch mit der Transferphase halt. Ja. Wir kriegen halt nicht mehr genug Geld zusammen, um Bittencourt. Lol, falscher Reiter hier. Um Bittencourt zu holen, sonst hätte ich das auch nochmal versucht. Wir haben jetzt halt immer noch Minus im Transferbudget leider und können auch nicht nochmal verschieben. Das Ganze finde ich eigentlich schade, aber es wird zu machen. Hätten wir aber auch so nicht hinbekommen, weil Bittencourt dann auch zu. Bittencourt, Alter, lol, betroffen, nicht Bittencourt, sorry. Weil der zu viel Gehalt gewollt hätte. Dementsprechend, ja, alles easy, kein Problem. Wir werden jetzt im Stand jetzt halt den Bruder von Felix verlieren. Den guten Niklas im nächsten Jahr. Und den Goldbach. Der wollte scheinbar auch nicht. Ich werde beide auch jetzt nochmal anbieten. Ein letztes Mal. Wirklich für absolute. Ja. Was ist das Gegenteil von Wucher? Aber den will keiner. Das ist halt das Ding. Auch Geißler will keiner. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Dass die keiner haben will, so wirklich, also zu tun. Die wollen halt auch nicht verlängern, beide. Ich glaube, Goldbach auch nicht, genau. Ja, bittere Pille. Müssen wir jetzt dann halt mit leben, dass uns die beiden ablösefrei verlassen. Ich meine, letzten Endes ist es jetzt auch nicht so viel Geld, was uns dadurch flöten geht, aber ja, was willst du machen? Gehört, wie gesagt, dazu, ist dann halt so. Wir sind am Deadline Day angelangt, aber es wird halt nichts mehr passieren. Wir haben kein Geld. Die Spieler, die wir verkaufen wollen, will keiner haben. Dementsprechend wird wahrscheinlich nichts mehr passieren.
Ich hole euch nochmal rein, falls es doch was gibt, aber wie gesagt, es sollte nicht der Fall sein. Und so ist es auch. Bayern hat übrigens Benjamin Pavard, Benjamin Pavard, für 55 Millionen nochmal verkauft. Außerdem hat Dortmund, kann ich euch mal zeigen, ist und da zwischendurch halt passiert. Wo ist er? Hier kann man es auch bei Transfers nachgucken. Für 140 Millionen. Ja, die haben auch Emre Can gekauft. Den konnte ich leider nicht voreinstellen zu Dortmund, sonst hätte ich es getan. Die haben auch Sancho, wie gesagt, für 141 Millionen von Dortmund gekauft. Zu krass, Alter. Zu normal. Ja. Und dafür aber Zappacosta an Dortmund verkauft, lol. Okay. Upamecano hatten die, guck an. Sehr interessant. Hudson Odoi hat sich bei denen auch noch gar nicht entwickelt, wie man da eben gesehen hat, immer noch auf einer 69. Bayern marschiert gerade auch durch die Liga. Okay, haben schon ein paar Unentschieden oder Punkte fliegen lassen generell. Aber ansonsten haben sie sich Coutinho geholt. Okay, krass. Krass, krass. Ja, Davis haben sie verkauft davon zu Davis, zu Leipzig. Okay, für 16 Millionen, 16,5 Millionen. Dortmund hat auch nicht wirklich, okay, Neres halt als Ersatz geholt für sogar mal 17 Millionen, wenn es klappen soll. Also wenn das als Backup klappt, gerne. Es ist halt ein guter Deal, ne? Also so von der Ablöse, ne, zum Ding. Aber ja, muss man halt gucken, ne? Aber schon interessant, so wenn man hier mal reinguckt, Dortmund auch nur im Mittelfeld unterwegs. Ja. Wenn euch das mal näher interessiert, könnt ihr es ja gerne mal reinschreiben. Dann können wir ja mal ein bisschen genauer durchgucken. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter und gucken, ob wir noch das ein oder andere Spiel mitnehmen können. Wir können jetzt mal reingucken, ob sich hier vielleicht an den Verhältnissen irgendwas geändert hat. Das war die richtige Liga, ich würde schon sagen. Osterwiek und Schneider sind jetzt unsere beiden wertvollsten aktuell. In der Top 40 zumindest drin. Ansonsten noch Pohlmann hier mit am Start. Den guten Alfons König, der hat sich auch hier reingesneakt. Guck an, ne? Der ist halt extrem jung, ne? Schon krass. Zickert, Germann, Koch hier noch in der Top 100 mit drin. Altmaier noch. Und das war's dann auch schon. Aber zumindest ein paar Spieler sind vertreten. Zwei davon sind auch unsere Neuzugänge aktuell. Spieler des Monats wird Lewandowski an der Stelle. Ja. Auf jeden Fall, ich bin ex-stark. Schön, dass er gleich ausfällt. Schön aber auch, dass König jetzt auf eine 50 gerade im Moment ist. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass wie das Transferfenster gelaufen ist, bin ich ehrlich. Das finde ich ist extrem gut gelaufen. Jo, und auch der Kicker würdigt unsere Transfers. Osterwig ist der Beste. Ja, der Top-Transfer auf jeden Fall. Schneider der Zweitbeste. Matuidi auf der 4 und Viteriti auf der 6. Der ist ja auch noch in diesem Transferfenster gekommen. Ist schon krass. Wir haben, also da können wir eigentlich auch generell mal bei uns reingucken, was Transfers auch angeht hier. Wir haben halt schon ordentlich gekauft dieses Jahr. Adlung, Osterwig, Schneider, Moser natürlich auch. Darf man auch nicht vergessen, der wäre sonst auch nicht da. Wir haben halt Stahl ablösefrei abgegeben am Fulham. Das war ja von der Leihe halt zurückgekehrt. Warum denn Taz hier nicht drin ist, verstehe ich nicht. Und Hoppe haben wir natürlich verkauft für 13.000. Der erste und einzige Spieler, den wir bis jetzt, glaube ich, verkauft haben. Ansonsten richtig gut eingekauft in meinen Augen. Ist halt ein bisschen älter, aber unsere Mannschaft war halt generell sogar relativ jung, muss man sagen. Osterwig und Schneider sind halt auch noch jung, Moser auch. Aber so die Top-Transfers sind eigentlich relativ alt. Aber unsere Mannschaft ist generell einfach sehr, sehr jung. Deshalb muss man halt gucken, dass man da auch ein paar Routiniers mit reinbekommt für den, ja, für den Ausgleich alles in allem. Deswegen, ja, ganz nice, denke ich mal. Ganz kurz, ich will mal euch zeigen, nur wie es jetzt im Moment mit der Teamhierarchie aussieht. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Adelung und Robert Müller sind beide Führungsspieler. Das ist natürlich richtig nice und voll vom Team akzeptiert auch. Das gleiche gilt für unsere einflussreichen Spieler German, Viteriti, Moser und Matuvila. Das ist auch richtig nice. Die Newcomer Eisenhut, König und Kaiser sind jetzt auch noch nicht voll vom Team akzeptiert, aber es geht auf jeden Fall schon fit, muss man sagen. Team Matrix, ja, sieht eigentlich auch schon relativ gut aus. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Und wir gehen rein direkt ins Spiel gegen den Berliner AK. Hinspiel 3:1 zu Hause gewonnen. Rückspiel wird natürlich dann schwieriger, weil auswärts Mannschaftsstärke sind wir minimal noch schlechter, obwohl wir eigentlich uns auch schon gut verstärkt haben, das muss man wirklich sagen. Und da bin ich extrem zufrieden mit, wie kann ich nicht oft genug sagen, ich habe auch schon so oft jetzt erwähnt. Und wir hoffen, dass uns die neuen Transfers und jetzt auch in der Rückrunde weiterhelfen, konstanter und besser abzuliefern, weniger Tore zuzulassen vielleicht auch und mal ein bisschen mehr Tore auch zu erzielen. Da bin ich mit beiden Seiten nicht wirklich zufrieden, muss man sagen. Wir haben ein Powerplay, let's go. Mit einem Kopfballversuch. Steht im Weg, bitte nicht. Diesmal mit dem Fuß.
Oh, der Goalkeeper wie eine Katze, Digga. Schade, weiter so, weiter so. Schöne Chance von uns. Osterweg direkt mit der Doppelchance. Leider ohne Torerfolg, aber wir kriegen die Ecke. Vielleicht ergibt sich ja aus der Ecke irgendwas. Wir könnten sogar am Berliner AK richtig gut vorbeiziehen dann direkt, ne? Das wäre richtig nice. Kleine Chance nur bei der Ecke, aber kann auch gut sein. Pohlmann. Schade. Mucci fängt diese Ecke sicher ab. Jetzt haben die mal eine Chance. Und das ist, glaube ich, ein Gegentor. Ah, ne, okay. Zum Glück nicht. Moser ist zur Stelle und hält das Ding von Wolfgang Hofmann. Hofmann natürlich. Ohne Doppel-F. Jetzt leckt es hier gerade. Okay. Geh vorbei. Komm, du kannst dribbeln, Digga. Geh vorbei. Das ist bitter. Hätte ich mal abspielen gemacht. Scheiße. Wir haben aber den dunkelroten Ball. Und ja, kriegen hier auch die gelbe Karte. Läuft. Haben aber trotzdem die erste gute Chance gegen uns dann auch hier. Aber der kann das Leder zum Glück nicht richtig kontrollieren. Glück für uns. Ja. Aber wir haben am Anfang zumindest schon mal mit auch guten Chancen dabei. Ja. Gegner holt sich ja auch gelb ab. Gegen unseren Neuzugang. Kriegen wir vielleicht auch nochmal eine Chance? Nee. Holen immer einen Einwurf raus. GG. Wenn aus dem was werden würde, wäre es noch schöner. Kleine Chance, wieder eine Ecke. Come on. Osterweg ist übrigens auch gut bei Kopfbällen. Hier setzt er sich leider nicht durch, schade. Er hat auf jeden Fall eine gute Präzision. Wir haben aber schon seit 300 Minuten jetzt kein Tor mehr kassiert. Das freut mich zu lesen, dass wir da uns jetzt auch mal verbessert haben schon. Hoffentlich können wir das auch ein bisschen länger mit den Neuzugängen in der Defensive dann auch durchhalten. Unser Keeper ist ja schon gut, muss man sagen. Mit Moser haben wir schon einen ordentlichen Keeper da drin. Jetzt bitte hier nicht die Dings reißen lassen, die Strähne. Oder die Serie von zu null Momenten, Minuten. Noch eine Chance in der ersten Halbzeit, eine gute. In die Püße von Pohlmann. Sieht aus 22 Metern ab, Tor. Ole Pohlmann, let's go. Ole Pohlmann macht direkt mal sein drittes Saisontor. Sechste Vorlage von Germann. Und wir ziehen damit vorbei an den Berliner AK. Richtig nice. Wichtig hier nochmal vor der Halbzeit in Führung zu gehen. Und wir sind sogar deutlich dominant, was Ballbesitz angeht. Und Chancen haben wir auch ein, zwei mehr gehabt am Ende des Tages. Deswegen freut es mich natürlich, dass es auch jetzt nicht gerade unverdient ist hier. Moral was? Digga, du hast nur 2,5. What the fuck? Durch ein Lob kriegt der Moral abgezogen, Digga. What the fuck? Tu doch nicht so, Mann. Tu doch nicht so. Komm, wir motivieren nochmal Viteretti hier. Juckt ihn nicht wirklich, leider. Schade. Man sieht auch wieder die Neuzugänge, alle von der Fitness und Frische her viel besser am Start sogar zum Teil, als unsere Spieler, die schon länger da waren. Außer Adlung jetzt. Wobei Adlung ist ja erst von der, ist schon vor der Saison gekommen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Schon krass zu sehen. Hoffentlich ziehen wir die dadurch nicht nur runter, dass die dann auch irgendwann auf unser Niveau runterkommen. Gelbe Karte hier. Wieder gegen Pohlmann. War nicht vorhin auch schon einmal gegen Pohlmann? Egal. Ah, schade, Osterweg kann den Ball leider nicht sinnvoll von Viteretti die Flanke da verarbeiten. Schade, schade. Es gibt hier jetzt die nächste. Ja, umfallen und weinen natürlich. Lächeln war. Das Lächeln war weg, Leute. Ja, da sind wir auch bewundernswert, so. Keine Frage. Wäre halt schön. Ich würde Osterweg schon gerne durchspielen lassen in seinem ersten Spiel. Ihm vielleicht direkt die Chance geben, da irgendwie. Ein Tor zu machen noch. Wir wechseln jetzt auch direkt mal. Matuvila bekommt jetzt nämlich die Chance. Und kommt rein. Und geht auf die Linksverteidigerposition. Meier dafür auf die Rechtsverteidigerposition. Sollte, denke ich mal, passen. Wobei Müller auch Dings kann, ne? Ich glaube, das ist besser. Ja, das ist besser so. Dann machen wir es nämlich so. Und German könnte eigentlich auch runter. Aber wir haben keinen Sechser mit dabei. Wobei, ja, Müller kann es. Müller spielt jetzt überall. Wir könnten auch Schneider dahin stellen. Gucken wir mal ganz kurz, wer sonst noch so. Ja, Schneider halt, ne? Ja. Dann wechseln wir direkt mal doppelt in der IV quasi und behalten uns den letzten Wechsel nochmal für den Schluss auf. Hoffentlich wird das nochmal passieren, dass wir das über die Zeit retten am Ende. Wäre ganz nice natürlich. Die wechseln aber auch hier direkt. Wir direkt mit einem Doppelwechsel in der Defensive hinterher. Geben die Debütchance für Matuvila. Und German mit Gelb kommt auch runter. Jetzt ist halt Schneider mit Gelb auf der 6, aber sollte hoffentlich klappen.
relativ flach in die Mitte geflankt. Das war eine gute Chance. Und schiebt ins linke Eck. Ah, das ist halt bitter. Matuidi direkt mal einen Fehler mehr oder weniger halt. Ne? Kommt halt nicht vor dem Stürmer an den Ball. Nach 332 Minuten kassieren wir damit mal wieder ein Tor. Das ist halt nicht so schön. Hier die Chance, aber eine Ecke nur. Immerhin, vielleicht kriegen wir aus der Ecke was Gutes zustande. Pohlmann tritt sie. Und, ja, aber Osterwiek immer direkt mit dabei hier, muss man sagen. Das freut mich natürlich. Und wir wechseln jetzt noch einmal. Brückmann ist halt komplett lost heute. Der hatte, glaube ich, noch nicht eine Szene gehabt, oder? Also, ich glaube jedenfalls nicht. Ja, komm, ja, lassen wir ihn auf der 10 einfach spielen. Und hoffen, dass Geißer da nochmal ein bisschen was machen kann. Also, es wäre natürlich schön zu sehen. So. Ja. Hoffentlich wird es noch was da vorne. Das wäre ganz nice. Die wechseln auch nochmal in der Defensive in dem Fall. Ja, auch deren dritter Wechsel. Die sagen nochmal voller Angriff. Ich meine, theoretisch könnte man damit jetzt schon leben, ne? Also mit einer gelben Karte für Müller. Mit einem Unentschieden gegen einen direkten Konkurrenten auswärts könnte man theoretisch mit leben, aber ich habe mir halt ein bisschen mehr erhofft. Mit unseren Neuzugängen, dass die vielleicht auch mal direkt treffen nochmal. Nochmal voller Angriff. Vielleicht haben wir nochmal die Chance, eine kleine weiter Einwurf von Viteriti. Aber köpft ihn wieder aus dem 16er. Schade. Nein, sind wir nicht. aber Altmaier macht es hier scheinbar gut gegen Heinze. Kommen wir noch eine Chance, bitte. Spiel. Eine noch. Sag nochmal voller Angriff. Bitte eine Chance noch. Schade. Aber direkter Konkurrent ist schwer auswärts. Ein Punkt ist okay. Ich hätte lieber die drei mitgenommen zur Pause. Dazu führen war schon ganz nice, aber ja. Da war leider dann doch in der zweiten Halbzeit viel zu wenig, muss man wirklich sagen. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, aber vielleicht in den nächsten Spielen, wenn das Teamwork wieder ein bisschen steigt, dadurch, dass sie öfter zusammenspielen, wird es vielleicht besser. Vor allem hier in der Defensive und im Mittelfeld schon eine gute Noten am Start. Neuzugänge 3,0 hier. 4,0 halt. 5,5, Alter. Hat er sich direkt gegönnt, aber okay. Erstes Spiel war halt noch ein bisschen bitter für Matuidi, ne, dass er da direkt dann negativ beteiligt war. Aber im nächsten Spiel zu Hause dann wird es hoffentlich besser. Wir gehen rein ins Spiel gegen Viktoria Berlin jetzt. Nach Berliner AK, die nächste Berliner Mannschaft am Start, gegen die wir jetzt spielen müssen. Dieses Mal zu Hause. Adelung für 3 Wochen verletzt, dementsprechend wieder in der Standardformation mit 2 Sechsern. Müller und German dort auf der Doppel-6. Koch in der Innenverteidigung neben Schneider. Erste Chance direkt für uns, aber leider ist der gegnerische Keeper da und packt sicher zu. Schade, schade. Schneider holt sich auch direkt mal gelb ab. Ich weiß gar nicht. Habe ich irgendwas eingestellt, dass die da alle Leute umtreten sollen? Wir kriegen so viele Karten, das ist nicht mehr normal. Vor allem im Vergleich zur letzten Saison. Hier mal der öffnende Pass. Und Osterweg direkt mal bei seinem Heimdebüt mit dem ersten Tor der Saison. Und Fabio Viteri kommt zurück. Auch Heimdebüt, erste Vorlage der Saison. Das freut mich. Eingeleitet von Müllers öffnenden Pass. Das freut mich. Schade, Osterweg hier stand im Abseits oder eigentlich, also, wurde zurückgepfiffen, obwohl er gar nicht drin stand. Schade. Aber guter Start direkt mal ein Spiel. Das freut mich natürlich und wir machen direkt weiter. Aber leider, ja, Konzentration, Brückmann. Das geht halt gar nicht. Er hat jetzt, übrigens haben die beiden mal die Position getauscht. Also Osterweg auf hängende Spitze und Brückmann auf Stürmer. Bitte, machst du es auch? Und der ist drin. Let's go. Viteri die Tor und eine Vorlage. Osterweg leitet das Ganze ein. Brückmann dann mit dem letzten Querleger auf Viteri und der macht hier das 2 zu 0 für uns. Klar, richtig nice. Richtig gute erste Halbzeit. Die Neuzugänge hauen direkt mal die Buden rein vor heimischer Kulisse im Debüt. Richtig nice. Und wir dominieren auch nach Belieben. Die hatten, glaube ich, auch noch nicht eine Chance, oder? Also, es ist schon extrem nice. Die Noten dennoch in der Offensive schon extrem schlecht dafür. Also, muss man sagen, hier 3,0, 3,0, 2,0 zumindest. Wobei Osterweg und Viteri beide eine 2,0 hatten. Was natürlich ganz nice ist. Motivieren wir mal ein bisschen. Auch wenn die es quasi gar nicht hören wollen. Aber ja, machen wir trotzdem. Ja, Massagen wieder da, wo sie es gebraucht werden. Teamwork müsste halt noch ein bisschen steigen jetzt in der Zeit, wo Osterweg und Viteri und Co. Ja, wenn die sich eingespielt haben quasi mit den anderen. So, jetzt die erste Chance mal für den. Aber Borgmann ist da und kriegt schon den Ball im letzten Moment vom Fuß. Richtig nice. Freut mich. Jetzt hier die nächste gute Chance. Und er bekommt den Ball. Versucht auszugucken, aber der Versuch misslingt. Schade, schade. Pohlmann zurzeit richtig auf Torkurs. Also, der öfter mal, ne, letztes Spiel Tor gemacht.
generell jetzt öfter mal im Begriff, Tore zu erzielen. Das freut mich natürlich. Wir wechseln. Ja, keine gelb-rote hier riskieren. Matuidi bekommt heute die Chance, die Note vom letzten Spiel wieder wettzumachen. Geisler kommt rein. Osterweg geht dann natürlich in Sturm. Geisler auf die 10. Und den letzten Wechsel sparen wir uns mal noch auf. Nicht immer dreifach Wechsel machen. Das ist halt schon hart unrealistisch. Doppelwechsel sind da eher wahrscheinlich, vor allem wenn man halt 2-0 führt. Ja, kann man das auf jeden Fall machen. Vor allem Schneider runternehmen mit der gelben Karte. Ja, wäre unnötig, das jetzt zu riskieren. Zweiter Durchgang geht leider ein bisschen wenig im Vergleich zum ersten, muss man sagen. Also da kommen wenig Chancen bei rum. Finde ich ein bisschen schade natürlich. Aber ja, was willst du machen? Pohlmann kommt mal runter. Yildirim kommt rein. Tauschen beiden noch die Seiten da. Und Yildirim bekommt auch mal wieder ein bisschen Spielzeit. Hat er jetzt auch die letzten Spiele nicht gespielt und davor weiß ich es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber leider gewinnt auch der Bergiliner AK zeitgleich hier. Das heißt, wir kommen nicht wirklich ran, leider Gottes. Hertha steht aber im Moment nur unentschieden und kaum sage ich es, liegt auch Berliner AK hinten. Ja, wir kriegen nochmal eine Chance. Eine Großchance sogar. Vitiri flankt von rechts. Koch verlängert per Kopf, warum auch immer Kopf vorne drin ist. Und Osterweg direkt mit dem Doppelpack, Alter. Der Neuzugang ist am Boomen, Digga. Doppelpack vor heimischer Kulisse. Koch mal mit der Vorlage. Eigentlich Vitiriti, sind wir ehrlich, hat die Vorlage gegeben. Und damit hat er auch alle drei Tore, war der eigentlich mit beteiligt. Hier 21. Tor, da wird jetzt das zusammengerechnet, was er in der anderen Liga schon hatte. Nächste gute Chance. Freistoß von links von German. Aber weit über die Latte. Schade von Osterweg hier die nächste Chance. Die Chance auf den Hattrick. Schon krass. Schon richtig krass. Osterweg ja auch an allen Toren quasi wirklich direkt beteiligt gewesen. Das zweite ja auch eingeleitet, vorbereitet dann. Also Brückmann hat dann nur noch quergelegt, aber Osterweg hat ihm quer gepasst, so, also geschickt in den Strafraum. Nächste Großchance für uns. Diagonaler Ball in den Rücken der Abwehr. Osterweg steht frei. Aber er scheitert an Flauder. Schade. Ah, schade. Der wollte da seinen Hattrick hier doch nicht mehr machen. Und wir sind rangerückt auf Hertha auf 12 Punkte. Die hatten jetzt nur einen Punkt geholt, muss man sagen. Das ist halt natürlich richtig nice. Berliner AK hat gegen Dynamo auf die Schnauze bekommen. Wo hat Hertha gechoked? Generell Lüneburg, wie sieht es bei denen aus? Die haben auch nur 1-1 gespielt. Hertha hat unentschieden zu Hause 0-0 gegen Starken gespielt. Auch richtig nice. Und halt Lienicke hat auch verloren. Also es war wirklich der perfekte Spieltag für uns. Auch von den Toren her 3-0. Richtig nice. Osterweg richtig angekommen. Matuidi hat sich auch direkt eine 1,5 hier gegönnt, Leute. Das ist doch beste Teamleistung des Spieltags. Sowas will man sehen. Vor heimischer Kulisse natürlich immer ein bisschen einfacher. Bitte choke jetzt nicht hier. Spiel bitte nicht, bitte nicht. Das lädt gerade extrem lang. Oh mein Gott, Alter. Ich darf nicht mehr auf Spieltagsstatistik gehen. Das lädt immer extrem lange. Ja. Aber es ist auf jeden Fall mega nice hier. Richtig nice. Alle vor uns haben gechoked. Und hinter uns AK halt auch, die eigentlich auch vor uns waren halt quasi. Richtig gut. Jo Leute, ich muss gleich nochmal gucken. Ich weiß noch nicht, vielleicht das letzte Spiel für diese Folge. Wir werden mal gucken, wie es mit dem Kalender aussieht. Aber es könnte es schon sein. Vielleicht schaffen wir noch eins. Mal gucken. Wir gehen natürlich auf Einzelspiel und haben mal wieder ein Heimspiel auch. Und haben direkt in der ersten Minute das 1 zu 0. Idriti mal wieder auf Osterweg. Wick. Und der macht das 1 zu 0 für uns klar. Super, sagen wir da direkt. Wir starten wieder richtig gut in die Partie. Drittes Saisontor, das nächste vor heimischer Kulisse und auch die nächste Torbeteiligung für Vitiriti vor heimischer Kulisse. Richtig nice. Jetzt haben die aber auch mal eine Chance, aber der kann nicht zum Kopfball kommen. Der gute Siakam freut uns natürlich, auch wenn unsere rechte Seite da nicht so gut aussah. Der Lausitzer steht da. Ja, dementsprechend bisschen Glück gehabt, aber nimmt man mit. Hier holt sich der gegnerische Spieler gelb ab. Und wir haben die nächste gute Chance, eine kleine Chance. Aber Brückmann schießt leider weit am Tor vorbei. Schade. Der jetzt im Moment nicht so gut in Form ist, scheinbar. Volley-Versuch von Osterwiek. Aber es gibt leider nur Abstoß. Schade. Schade, schade. Direkt die nächste kleine Chance. Ah, schade. Nächste gute Möglichkeit. Wieder eingeleitet von Osterwiek. Diesmal auf Brückmann, der scheinbar auch ganz gut macht, aber dann leider an Horvath scheitert. Schade, schade. Schöne Möglichkeiten an der Stelle. Nächste gelbe Karte für unseren Gegner. Piomamedov an der Stelle. Und die nächste Chance für uns. Er flankt mit Übersicht nach innen vors Tor. Aber er setzt den Versuch knapp daneben. Schade, Digga. Aber es geht so viel über Osterweg. Das ist nicht mehr normal. Nächste Chance. Holt einen Eckball raus. Okay, der Eckball ist eine gute Chance. Polen wir mal wieder mit der Ecke.
schießt dann direkt. Ah, schade, Digga. Der hat aber auch ein Pech, ne? Also, was der jetzt schon in der ersten Halbzeit für Großchancen hatte oder für gute Chancen hatte, jetzt hier die Großchance. Und Brückmann trifft aus 13 Metern ins lange Eck zum 2:0. Vorlage, Kopfballablage von Osterwiek, Flanke von Borgmann, richtig nice. 9. Saisontor für Brückmann. Freut mich natürlich. Und wir haben die nächste 2-0-Führung zur Pause, die vielleicht sogar noch mehr wird. Zweite Ecke. Gute Chance. Aber bleibt leider gegen Osterwiek Sieger. Schade, Digga. Schade, schade. Ja, einseitige Partie, das freut mich natürlich. Vor allem, dass wir halt mal wieder ein paar Tore erzielen, Alter. Das können wir gerne so weitermachen. Tabellarisch sieht es okay aus. Sind es noch auf dem gleichen Platz, aber man kann auch nicht immer erwarten, dass die Konkurrenz vorne choked. Wir loben absolut Osterwiek, der ist zu krass unterwegs. Loben generell mal ein paar Leute hier, die es sich verdient haben. Kriegt auch gleich Selbstvertrauen dazu. Wir können auch mal Ben Meyer loben. Hat er sich auch verdient und wird auch direkt massiert. Den müssen wir dann auf jeden Fall auch auswechseln, sehe ich gerade. Haben wir König bei? Ich glaube ja, ne? Nein, leider nicht. Aber Matuvila kann das spielen, alles gut. Matuvila kann das spielen. Wir sagen, geht drauf. Und haben direkt die nächste kleine Chance. Aber leider geht der Kopfball von German Meilenweit am Tor vorbei. Schade. Der wurde sich direkt in der nächsten Minute mit einem Frust vor wahrscheinlich. Die gelbe Karte ab, fast rot an der Stelle. Aber okay. Passiert erstmal nichts in der zweiten Halbzeit. Wir lassen wieder ein bisschen nach zum Anfang des zweiten Durchgangs. Wer auch nachlässt in den letzten Spielen, ist Pullmann so ein bisschen. Von den Noten her auf jeden Fall. Da muss man gucken, dass der da vielleicht noch ein bisschen ranklotzen kann wieder. Wir bringen mal Geisel auf den rechten Flügel. Ist schon 61. Minute wieder. Geisel auf dem rechten Flügel. Vielleicht kann der nochmal ein bisschen Akzente da setzen. Aber erstmal muss Moser retten, nachdem Siakam Koch relativ problemlos hat aussteigen lassen. Wechseln wir jetzt nochmal doppelt, würde ich sagen. Wir stellen Osterwiek wieder in den Sturm. Stellen wieder auf... Na komm, wir lassen mal Welbrock die Chance. Ist ja sowieso standardmäßig hängende Spitze. Und Meier wollten wir auch rausnehmen. Dafür kommt Matuvila rein. Na, wobei. Borgmann ist ja sowieso Linksverteidiger. Dann stellen wir noch Schneider auf die Rechtsverteidigerposition. Und dann bringen wir mal Altmaier. Der hat auch schon die letzten beiden Spiele, glaube ich, nicht gespielt. Deswegen können wir den auch mal wieder bringen, finde ich. Wir sagen jetzt nochmal voller Angriff für die letzten 20 Minuten knapp. Und erhöhen nochmal Pressing und Einsatz. Osterwiek als Sturmtank da. Spielmacher brauchen wir hier nicht einstellen bei den beiden Sechsern. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen aufs Torverhältnis weiterhin gehen können. Alle Mannschaften ziehen scheinbar auch nach, wie man sieht. Also ich glaube, wir haben keinen Punkt gut gemacht hier irgendwo. Wobei, die beiden habe ich gerade nicht im Kopf, aber Hertha hat auf jeden Fall. Leider schießt Welbrock flach am Tor vorbei, schade. Auf jeden Fall hat Berliner K mitgezogen und Hertha hat weiter mitgezogen. Die anderen beiden weiß ich gerade nicht ganz genau, aber... Ja, auf jeden Fall ziehen wir auch mit und das ist wichtig. Das ist sogar mit das Wichtigste, muss man sagen, weil was bringt es uns, wenn die anderen choken, wenn wir selber auch Punkte liegen lassen natürlich. Die Gegner wechseln nochmal und schaffen es mit einer Schwalbe leider nicht, irgendwas rauszuholen hier wie Teretti, schade. Jetzt mal wieder nach vorne, die schaffen es uns wegzuhalten. Lässt mit deiner Körpertäuschung aussteigen und zieht dann sofort ab, bitte rein ins Tor. Let's go! Super, German mit dem Tor nach einer Ecke von Borgmann, richtig nice. Freut mich natürlich, dass auch die Spieler, die schon am Anfang der Karriere auch da waren, treffen. Das freut mich natürlich. Wir haben wieder hier einen sehr verdienten Sieg scheinbar an der Stelle. Auf den Kopf von Osterwiek, aber der geht wieder am Tor vorbei, schade, weit sogar. Wieder deutlich mehr Ballbesitz, die Chancen übermacht an der Stelle sogar. Und haben jetzt nochmal 3 Minuten Nachspielzeit. Noch einmal voller Angriff. Komm, ein viertes Tor geht noch. Ich will hier so viele Tore fürs Torverhältnis mitnehmen wie möglich. Okay, unsere Spieler sind halt müde. Und nehmen den Sieg mit dem 3:0 aber auch gerne mit natürlich. Wir gucken gleich nochmal rein, wie es da mit den anderen aussah. Ob die denn auch wirklich alle gechoked haben da vorne. Weil wie gesagt, ich habe das jetzt nicht ganz so im Kopf mit Platz 2 und 3. Oh, Lüneburger Hansa hat sogar am Ende gechoked. Die haben verloren sogar. Gegen wen? Die haben gegen Altlinike. Okay, da war direktes Duell. Krass, okay. Ja, dadurch sind wir näher rangerückt. Torverhältnis ist natürlich immer noch nicht wirklich auf dem Niveau, aber wir könnten, also mit Lüneburger Hansa können wir schon konkurrieren, aber mit den anderen da vorne halt vom Torverhältnis nicht wirklich, leider. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wenn wir das jetzt so durchziehen mit den Ergebnissen, dann kann man da schon mit leben. Aber wie gesagt, Platz 1 bis 5 bis halt auf Lüneburger Hansa haben alle mitgezogen. Deswegen müssen wir uns da drauf konzentrieren, dass wir da ein bisschen
Weiter mithalten, natürlich. Und ich gucke jetzt nochmal rein, wie viele Spiele wir denn in der nächsten Episode hätten. Weil ich will eigentlich immer Monat für Monat durchgehen. Wir haben wieder 11 der Woche. Ich glaube, Osterweg war letztes Mal nicht in der 11 der Woche und auch dieses Mal nicht. Schade eigentlich für ihn, aber okay. Solange er die Tore macht und gute Noten bekommt und gut drauf ist, ist es ja erstmal egal, ob er dann in die Mannschaft der Woche kommt, denke ich mal. Natürlich haben wir wieder die Siegprämie mitgenommen, die uns unser Sponsor in Aussicht gestellt hat. Das ist natürlich richtig nice. Und dann gucken wir mal rein in den Kalender. Wir haben jetzt noch zwei Spiele diesen Monat, theoretisch. Und dann, ja, okay. Also nehmen wir noch das Pokalspiel mit, würde ich sagen. Und dann im nächsten Spiel, dann haben wir in dieser Folge vier Spiele gemacht und in der nächsten vier. Das passt dann. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins letzte Spiel in den Pokal im Viertelfinale gegen Holstein Kiels zweite Mannschaft, die uns als grün angezeigt wird, by the way. Was ich persönlich nicht so nachvollziehen kann, aber wir werden sehen, welche Mannschaft die dann am Ende auf den Platz bringen werden. Warum auch immer, es wird uns angezeigt, dass wir gegen die 5-0 gewonnen haben. Wir haben natürlich ein bisschen rotiert, die Gesamtstärke ist sehr ähnlich im Vergleich, also sehr ähnlich wie die von Holstein Kiel Zweiter. 609 bei denen, 601 bei uns. Ist auf jeden Fall in Ordnung, aber wir sind zu Gast und haben direkt mal die erste gute Chance gegen uns. Oh, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir richtig Glück gehabt, wobei wir hier keine Gesamtstärke angezeigt bekommen. Tolle Parade von Moser an der Stelle. Wir sagen direkt mal Konzentration. Wir können leider nicht sowas wie Wacht aufsagen, das würde hier besser passen, aber egal. Da haben wir auch keinen wirklich angezeigt, den man so wirklich krass kennt, oder? Also ich habe gerade die Namen gar nicht wirklich durchgeguckt. Aber nicht wirklich, da sagt mir nicht wirklich einer was. Erste Chance für uns. Direkt vor die Füße von Brückmann. Digga. Mann, Brückmann, konzentrier dich doch mal. Osterweg nur auf der Bank, weil Frösche guckt euch an. Er muss jetzt auch mal eine Pause bekommen und Liga ist mir wichtiger. Da bin ich ganz ehrlich. Moser ist da. Da bin ich ganz ehrlich. Liga ist mir 100-mal wichtiger als dieser Pokal. Und deswegen rotiere ich da natürlich. Zumindest ein bisschen. Ich meine, der Großteil ist ja da. In Verteidigung, generell Verteidigung haben wir ganz schön rotiert hier. Matuidi, Altmaier und König in die Startelf gerückt. Zickert ist mal wieder mit am Start. Glück gehabt, dass hier keiner bereit stand. Gute Chance für uns. Flankt scharf vors Tor. Ah, ist aber zu überrascht. Digga, Mann, das kann doch nicht sein. Mann, ne, mach doch die Chance wenigstens rein. Flach in die Mitte. Auf lange Eck zielt. Nein. Ach Mann, Leute. Das ist halt so unnötig. Also, ich meine, die sind halt scheinbar schon stärker und dominanter im Moment. Aber wir kriegen den Elfmeter. Let's go! Ehren, Schmidtke. Mal für uns hier so ein random Elfmeter. Nehmen wir aber absolut mit. Wer schießt ihn? Brückmann? Brückmann. Ach nee, Brückmann. Komm bitte. Zeig mal wieder ein bisschen. Digga! Brückmann wird so suspendiert, Alter. Ich schwör's euch. Das ist doch nicht mehr normal. Was vergibt der für Chancen, Alter? Hier vorne schon das Ding und jetzt hier den Elfmeter verschossen und den Nachschuss. Ey, Mann, da kriegen wir schon den Elfmeter geschenkt und machen den nicht mal. Glück, Alter, Moser wieder am Start, auch 1,0 schon wieder bei Moser, das ist zu krass. Wir haben den dunkelroten Ball, aber kriegen in der ersten Halbzeit leider nichts mehr geschissen. Schade, richtig schade. Defensive sieht gut aus, zumindest Altmaier und Moser haben gute Noten. Zickert und German gehen auch fit. Aber die Offensive ist halt komplett am Versagen, muss man sagen, natürlich, ne? In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf. Ich will die Brandtränen in der Liga benutzen, falls wir die nochmal brauchen. Wobei ich die letztes Mal gar nicht benutzen durfte. Moser ist so auf dem, weiß ich nicht was, halt da auf dem Trip. Richtig geil. Freut mich auch. Ey, Mann. Eigentlich müsste ich Brückmann kritisieren, aber es bringt, glaube ich, nichts. Ja, unser Team hat den Rückstand gut weggesteckt. Das freut mich, aber es bringt halt nicht viel. Wenn am Ende vorne eh nichts bei rumkommt. Kaum ist Osterweg mal nicht drauf, machen wir die Dinger nicht mehr rein. Gute Chance. Ja, aber schon durch ein schlechtes Abspiel wird es zunichte gemacht, Digga. Was ist denn das denn aber für eine gute Chance, bitteschön? Ey, Mann. Nächste Chance, eine kleine, zumindest eine Ecke. Bitte. Ja, eine schwache. Ach, Mann. Ja, okay, Brückmann, Alter. 5,0, der muss raus. Osterweg. Deine Chance, im Pokal uns auch noch zu retten. Come on, Brückmann kann absolut runter. Ey, das ist nicht mehr normal. So, Ostermann kommt rein. Ostermann, was? Ostermann wegen Brückmann, egal.
Nächste erste Chance hier direkt. Ist er beteiligt? Nein. Aber König mit einer Chance, meine Offensive. Schade. Hätte ich ihm auch gegönnt. Und da haben wir die nächste, ja, Zwangsauswechslung in diesem Fall. Blessur. Ist natürlich bitter, zumal der echt gut in Form war, muss man sagen. Bringen wir Schneider rein. Koch ist leider nicht dabei, der auch Rechtsverteidiger kann. Und dann wechseln wir jetzt auch das letzte Mal, würde ich sagen. Und bringen für Yildirim Viteretti nochmal, der auch gut in Form ist. Der auch schon Stärke hat, die uns weiterhilft hoffentlich. Und wir haben sogar mehr Ballbesitz, Alter. Wir haben sogar mehr Ballbesitz, aber schaffen es nicht, das Tor zu erzielen. Das ist so traurig. Wir haben sogar insgesamt 6 Chancen, gleich viele. Okay, nächste Chance, jetzt haben wir eine mehr. Ein Bellbrock. Bruder, konzentrier dich. Voller Angriff. Wir erhöhen den Einsatz mal wieder und das Pressing. Hat in den letzten Spielen zumindest nochmal für ein Tor gereicht dann am Ende. Und jetzt hier die Chance, bitte. Aber erklärt zur Ecke, Digga. Wo ist Osterweg? Wo sind die Osterweg-Chancen? Wir brauchen ihn und keinen anderen da vorne. Ecke, Osterweg, komm. Aha, Freistoß. Freistoß. Chance für die. Aber aus Spitzenwinkel hat er keine Probleme. Unser Keeper, Ehre. Digga, Wellbrock jetzt auch mit einer 5,5, Mann. Macht doch nicht so. Zwei Spieler in unserer Offensive in diesem Spiel mit 5,0, Alter. 5,5 habe ich nicht gesagt, 5,0 meine ich. Ey, sensationeller Abschlag. Moser kann es. Moser kann es. Osterweg. Komm, Osterweg, du bist es. Wellbrock. Gewinnt das Laufduell. Was? Hä? Ich denke, Kevin gewinnt das Laufduell. Willst du mich verarschen? Da hat er das Laufduell nicht gewonnen. Ey, so eine Verarsche, for real. Aber wir haben den dunkelroten Ball wieder. Wir haben wieder den dunkelroten Ball. Come on, Alter. Ein Tor muss doch noch drin sein. Guck mal, unsere Gesamtstärke ist sogar hochgegangen und deren runter durch die ganzen Wechsel, Mann. Das ist nicht mehr normal. Come on, da ist die gute Chance. Durch eine Ecke, bitte. Osterweg. Ah, nee, Schiri, mach doch nicht so. Weil er braucht behindert doch nicht den scheiß Keeper, Mann. Oh, hey, Matuvila. Konzentration, Digga, Matuvila. Voller Angriff nochmal die letzten 10 Minuten, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt nicht so hier raus, bitte. Nicht so hier raus. Ey. Nein. Ja, Kindler, sei nicht genervt. Du bist doch ein Feigling angeblich. Nein, tankt sich durch die Abwehr, flankt nach innen. Aber German ist am Ball, klärt wahrscheinlich zur Ecke oder so. Noch eine Chance, komm, letzte Minute. Bitte. Bindern sich gegenseitig, nein. Ey, ihr seid so scheiße heute, warum? Mann, das ist so dumm. Ey, wir waren so überlegen. Wir waren so überlegen, hatten zwei Großchancen, die wir nicht genutzt haben am Ende. Brückmann und Wellbrock waren absolut scheiße. Osterweg dann halt am Ende unglücklich, dass er nicht mehr wirklich in Szene kam. Da kann er halt auch nicht viel machen, muss man sagen. Er hat sogar noch eine 3,5 geholt. Aber Alter. Dann werde ich die beiden auf jeden Fall im nächsten Spiel direkt draußen lassen. Komplett. Aber komplett. Ja Leute, ich würde sagen, dann beenden wir auch gleich die Folge. Ich hoffe, die Aufnahme laggt jetzt nicht, weil ich achte immer darauf, dass eine Aufnahme. Also ich nehme ja immer so 1,5 Stunden bis 2 Stunden auf. Und dann halt immer eine halbe Stunde maximal eine Videodatei und die geht jetzt schon ein bisschen über eine halbe Stunde, deswegen hoffe ich, dass es nicht laggt, weil manchmal habe ich das Gefühl, das laggt dann halt, wenn es über eine halbe Stunde geht und das hoffe ich, ist jetzt halt nicht der Fall. Ich würde sagen, Leute, wir beenden dann hier die Folge, machen in der nächsten weiter, haben dann nochmal 4 Spieler am Start. Ja, gucken, wie wir es machen. Ich hoffe, Wellbrock und Brückmann fangen sich irgendwann mal wieder, aber wir werden auf jeden Fall rotieren dann. Mit Osterweg rein und Wellbrock und Brückmann komplett raus, denke ich mal. Dann nehmen wir mal Beyazid oder Broschinski mit Beyazid eher. Ja, Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, wenn euch die Transfers auch gefallen haben. Und dann sehen wir uns dann wieder, wie gesagt. Bis dann, haut rein und ciao.